Ich wusste nicht, wohin. Ich war erschöpft und fürchtete, schon bald entweder an der Kälte oder vor Hunger sterben zu müssen. Ich hoffte, für ein paar Stunden in Tiffanys Wohnung Ruhe finden zu können, neue Energien aufzutanken und zu entscheiden, was nun zu tun war. Ich war erst einmal in ihrer neuen Wohnung gewesen und erinnerte mich nur vage, wo sie genau lag. Aber ich war mir sicher, dass ich mich in der richtigen Straße befand. Ja, ein wunderschön. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fahrenheit. Es war sehr stürmisch in den letzten Folgen. Es ist viel passiert und ich glaube, ich sehe, wo wir hin müssen. Da vorne ist das gelbe Schild. Und es wird immer kälter. Und wir wissen jetzt, dass wir nicht der Einzige sind, der hier so betroffen war. Und es scheint auch zu sein, was ist da? Ich habe doch das Vieh gerade gesehen. Habt ihr es auch gesehen? Den Raben? Da war ein Rabe, eindeutig. Ja, und es scheint auch, dass die Polizei, zumindest die verantwortlichen Entwickler, die verantwortlichen Polizisten, Ermittler, dass sie auch wissen, dass wir nicht so ganz hundertprozentig da schuld sind. Wir gucken mal. Noch ein Obdachloser. Ich habe das Gefühl, die sind überall und beobachten mich. Ah, und wir sind depressiv. Langsam eine Paranoia. Ja, das glaube ich auch. So, wir gucken mal. Oh. Die Polizei. Tiffanys Wohnung wird überwacht. Logisch. Die haben sich schon gedacht, dass ich vielleicht versuchen würde, mich hier zu verstecken. Wie komme ich jetzt da rein? Vermutlich das, was wir schon gesehen haben. Ich drehe mal hier die Kamera um, und zwar hier drüber. Da war... Oh, wieder ein bisschen mit Action hier. Jawohl. Halt. Oh. Da drüben seht ihr, da hat man den Rahmen sehen können. Ja. Da ist er. Ich sehe ihn. Ja. Ist das schon zweiter oder... Ups, irre ich mich. Nee, da ist er. Da ist doch auch die Polizei. Ach du Scheiße. Na super. Wie mache ich denn das jetzt da? Die Polizei. Die muss ich irgendwie umgehen. Die Frage ist, wie? Oh. Ja, das kriegen wir schon mal langsam besser hin hier mit dem Klettern. Es geht auch einigermaßen gut, umzusetzen mit dem Xbox-Controller. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir müssten das mehr oder weniger über die Tastatur machen. Also ich wäre ja ehrlich gesagt schon längst abgehauen. Ich ahne Schlimmes. Wenn wir da noch einen Zeitbalken haben, können wir da nicht ewig... Oh oh. Nein! Verdammt! Damit endet meine Geschichte. Ich werde nie erfahren, was an jenem kalten Januarabend im Restaurant im East End wirklich geschehen ist. Denn in den Augen meiner Umwelt habe ich nur das bekommen, was ich verdient habe. Richtig. Okay, jetzt wird wieder gleich ein Cut kommen, weil das Aufnahmeprogramm immer gleich wieder neu anfängt. Deswegen nicht wundern, es macht vielleicht kurz Tscht oder es wird aneinander gestückelt. Bis gleich, es geht weiter. So. Wir müssen natürlich diese ganze Szenerie hier neu machen.
Das ist natürlich doof. Dann muss ich am Anfang, dann ist am Anfang der Teil, der essentiell wichtig ist, weil wir haben, also ich, nicht wir, an einer Stelle einen Fehler gemacht. Das hat Burp gemacht. Und lassen wir uns mal überraschen, wie oft wir diese Stelle hier dann neu machen müssen. Ich bin gespannt. So. So, mein Freund, dann stell mal rüber. Zumindest ist der komische Rabe weg. Und rum da mit dir. Okay, das hat geklappt. Ich glaube, das wird jetzt öfter hier kommen. Ja, oh oh. Okay, es hat geklappt. Super. Schnell weiter. Ich denke mal, das kommt noch einmal, oder? Ja, es kommt noch einmal. Wir haben es einmal verkackt. Ah, aber zum Glück. Ich habe den ersten nicht gesehen, das Blau. Oh oh. Oh oh. Hier können wir runterrutschen, oder was? Nee, oder? Wir müssen jetzt... Oh, Leute. Jetzt müssen wir echt jede einzelne... jeden einzelnen Schritt machen. Und wenn ich einen davon versiebe... Darf ich alles nochmal neu machen, oder? Schlimme ist, ich gucke gerade eher auf die Bewegung, die ich machen soll, als... Okay, wir hauen mal ab. Als auf die Grafik hier, also auf das Spielgeschehen. Weil unten ja der Timer abläuft und ansonsten stehen wir nämlich da. Wisst ihr, jetzt hätte ich wieder einen Fehler gemacht gerade. So ist besser. Dieses Fenster gehört zu Tiffanys Wohnung. Okay, das nur öffnen könnte. Die hat den Anleger hier, hä? Aber wir sind doch stark genug, um das zu öffnen. Es hat leicht nachgegeben. Ja, komm. Komm. Hat sich schon ein wenig geöffnet. Ey, mir faul die Finger ab. Ah, fast hatte ich's. Ist doch nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, ob man es hört. Oh. Boah. Mir tun die Finger weh. Und da laufen wir auf eine Grafik zu. Ich war nicht gerade stolz darüber, wie ein Dieb in Tiffanys Wohnung eingebrochen zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Ich hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen. Ich war geschwächt und müde. Aber schlafen sollten wir jetzt nicht, oder? Oh! Was war das? Gescheitert? Ich leg mich mal kurz hin. Genau deswegen. Zum Runterkommen. So. So, dann schauen wir mal. Hier ist soweit alles in Ordnung. Haben wir hier irgendwelche Teile, die wir mitnehmen können? Nein. Dann gehen wir mal rein. Sie ist gar nicht zu Hause, hä? Und sie malert noch. Oh, alles schön in Pink. Ich drehe mal hier ein bisschen rum. Bücher. Sie ist nicht da. Hier ist eine Tür. Wo auch immer das hingeht. Erstmal die Zeitung lesen. Mein Bild ist in allen Zeitungen. Ah. Auf der Straße könnte mich jeder erkennen. Ich muss jetzt also sehr vorsichtig sein. Okay.
Ist natürlich doof, ja. Aber was zu essen? Oh ja, Sandwiches. Komm. Ein Schluck Milch. Ah, zumindest haben wir Handschuhe an. Okay, wir brauchen nämlich ein bisschen so schnell was essen. Genau, nimm dir einen Snack. Auch nochmal 5, okay. So, machen wir mal ordentlich zu. Dann schauen wir mal hier nochmal nach. Halt! Was ist hier? Nichts zu essen da. Ah! Nichts zu essen da. Aber? Bling, bling! Sie haben eine neue Nachricht. Okay. Heute um 10.41 Uhr. Okay. Hallo, Frau Harper. Ich bin Inspektor Carla Valenti von der... Ah! Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich versuche es am besten später nochmal. Mist. Mist. Unsere hart erarbeiteten Punkte wurden jetzt gerade völlig zunichte gemacht. Du willst jetzt nicht wirklich eine Dusche nehmen, oder? Das wäre aber eine Option. Können wir aber zum Glück nicht. Tja, ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, das wäre jetzt unser Tod, oder? Hier dürfte ich erstmal sicher sein. Ich werde auf Tiffany warten, bevor ich wieder gehe. Okay. Dann werden wir uns hier setzen. Und um die Meinung eines Fachmanns zu hören, darf ich nun einen der angesehensten Spezialisten für Maya-Zivilisationen begrüßen. Maya? Professor Dimitri Kuriakin von der Mesoamerikanischen Universität hier in New York. Okay. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Professor. Sie haben ein faszinierendes Buch über Maya-Rituale geschrieben und ich würde Sie nun gerne bitten, uns... Ein Spezialist für Maya-Zivilisation. Der muss wissen, was Quetzalcoatl bedeutet. Okay. Ich muss diesen Professor Kuriakin aufsuchen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder. Ich setze mir kurz hin, ob das nochmal ein paar Pluspunkte bringt. Nee, bringt keine. Und das... Hallo? Oh. Was machst du hier? Du hast mich vielleicht erschreckt. Die Polizei sucht mich. Ich muss mich irgendwo ein paar Stunden ausruhen. Lukas, was ist denn los? Es heißt, du hättest mehrere Leute getötet. Ist das wahr? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber du musst mir glauben, ich bin kein Mörder. Ich weiß, dass du so etwas nie tun würdest, Lukas. Du musst das erklären, ihnen sagen, dass du unschuldig bist. Ich muss erst rausfinden, was mir genau passiert ist, Tiffany. Nur dann kann ich meine Unschuld beweisen. Oh oh. Oh oh. Carla Valenti. Lukas, die Polizei. Es ist alles aus. Nein, die werden dir sicher nur ein paar Fragen stellen wollen. Versuch ruhig zu bleiben, Tiffany. Und beantworte ihre Fragen. Ich verstecke mich hier. Die sind gleich wieder weg, glaub mir. Frau Harper! Frau Harper, sind Sie da? Ja, eine Sekunde. Ich komme. Haben wir hier die Möglichkeit, uns zu verstecken im Schrank? Komm. Hier bleiben wir. Lukas, ich kann sie nicht länger warten lassen. Ich muss jetzt aufmachen. Erzähl nicht so laut, die hören das doch alles. Frau Harper? Ja? Inspektor Tyler Miles, New Yorker Polizei. Hallo. Ich untersuche den Fall Lucas Kane. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie seine Freundin, oder nicht? Seine Ex-Freundin. Wir sind getrennt. Seit ungefähr einem Monat. Haben Sie in letzter Zeit etwas von ihm gehört? Versuchte er, Sie zu kontaktieren?
Ich war bei ihm, und zwar vorgestern, um ein paar Sachen zu holen. Ich blieb nicht lang. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Dürfte ich mich hier mal kurz umsehen? Tja, aber es ist... Dauert nicht lang. Okay. Wehe, wehe, er geht zum Schrank. Da drüben hätten wir auch hingehen können. Okay. Ruhig bleiben heißt das, ne? Nein! Sie renovieren wohl, hä? Ja, die Wohnung sah ziemlich schäbig aus, deswegen streiche ich sie neu. Das wird aber noch dauern, denn mein Job lässt mir nicht viel Zeit um. Und was ist Ihr Beruf? Krankenschwester. Im St. Jones Krankenhaus. Mist, Mist. Ich darf nicht so viele Fehler machen. Jetzt ist es natürlich gleich unlängst schwieriger. Es hat geklappt. Oh, es geht ja weiter. Aber langsamer. Seid ihr bescheuert? Habt ihr das gesehen, wie das zum Schluss nochmal angezogen ist? Ey, Leute! Der sucht aber echt überall nach. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Falls Kane sich bei Ihnen meldet, rufen Sie mich bitte sofort an. Hier ist meine Karte. Passen Sie auf sich auf. Kane ist extrem gefährlich. Ja, 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 ja. Das glaube ich nicht. Ich weiß, was er ist. Ui. Das Museum über Dieser die Maya. Dieser Mann, den ich flüchtig aus dem Fernsehen kannte, war meine letzte Hoffnung. Genau. Ich wusste zwar nicht, inwiefern das Geschehene etwas mit den Mayas zu tun haben konnte, aber ich war inzwischen bereit, jegliche Erklärung zu akzeptieren, die mir den Albtraum, den ich durchlebte, irgendwie plausibel machen konnte. Okay. Hallo, ich bin Journalist. Ich bin mit Professor Koryakin verabredet. Er erwartet Sie bereits. Okay, er erwartet uns und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, was wir für Informationen erhalten. Und ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei in der nächsten Folge zu Fahrenheit. Euer Firefox.